Einen wunderschönen im Ladebildschirm. Herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Ja, ich habe mich entschieden. Ich mache schnell eine Schnellreise. Denn wir waren sehr... Ja, wir waren sehr eingespannt gewesen mit Gegnern. Das ist aber süß. Guckt mal. Ach, das nutzen wir auch mal gleich. Naja, okay, ja. Und rüber. Hallo. Hallo. Hast du dich schon um diese Raider kümmern können? Aber ja. Ich habe diese Raider für euch erledigt. Wirklich? Nun, das sind die besten Neuigkeiten, die ich seit langem gehört habe. Das freut mich. Übrigens, wir haben nochmal geredet und wir haben beschlossen, die Minutemen zu unterstützen. Ich denke, das Ganze hat noch eine Chance verdient. Nur wenn wir zusammenhalten, wird es irgendwann besser werden. Genau, so sehe ich das auch. Ja, die nächste Siedlung ist unsere. Jetzt können wir sie hier ein bisschen ausrauben. Guck mal, Mais und lecker, lecker Kaffeekannen. Wasser in aufbereiteter Form. Ah, das ist ein bisschen bläulich, der Mais. Aber guck mal hier, Suppe, lecker. Was haben wir hier? Verbrannter Mantaman. Nein. Redex, so. Na, Schachbrett. Nuka. Da hinten ist noch ein Stimpack und schmutziges Wasser. So, das war's anscheinend, ne? Gut, wir schauen mal, was so... So, müssen wir noch mit Preston sprechen. Die war doch so stark hier, ne? Töte die Supermutanten in der Wilson Atomatoys Fabrik. Wo ist die Wilson Atomoys Fabrik? Die ist da. Genau, die war so richtig happig gewesen. Ich erinnere mich. Da wurden wir gleich angerannt und angerempelt. Pass mal auf. Wir gucken mal kurz nach, ob das stimmt. Hat das Ding dann noch zu haben? Schönes Gerät. So. Jetzt muss ich kurz gucken. Wir gucken jetzt genau nach... Da muss es sein. Nee. Da. Südlich. So, dann machen wir mal gleich mal unsere Knift hier raus. Wir brauchen ein bisschen... Fernsicht. War ja klar, das war hier schon mal gleich. Ach, wir haben ja hier noch so ein... Ach, hey. Du ahnst es nicht. Da müssen wir ja auch noch dran vorbei, hä? Aber vielleicht haben wir Glück. Jo, komm, Hund. Ich will mich mit denen gerade nicht anlegen, ehrlich gesagt. Weil wir mit denen aktuell überhaupt nichts zu tun haben. Also schleichen wir uns vorbei. Ach, und die haben aus die Granitblöcke hier für die Straße oder so? Für die Hochstraße genommen? Ich weiß es nicht. So, Red Rocket. Genau, und hier wurden wir nämlich auch noch zusammengefaltet von einer Dame in einer Powerrüstung. Erinnert ihr euch? Wir waren, glaube ich, da drin. Genau. Deswegen ging ja alles drunter und drüber. Dann ist hier auch noch ein Vault wahrscheinlich hier unten drin. So. Da hinten stiefelt nämlich eine mit einer Powerrüstung rum. Da ist ein Gunner. Und da drinnen sind die, ne?
Die... Da ist schon der Erste. Oh. Ich glaube, wir haben Hilfe. Ach, ist ja super. Muss ja aufpassen. Wir lassen Arbeit verrichten. Mal gucken. Wie jetzt als Kellogg seine Waffe arbeitet. Uiuiuiui. Wir sind ein bisschen leichtmütig hier. Nee, leichtmütig. Übermütig. Jawohl! Guck mal hier, wir haben eine ID-Karte. Hahaha! Was ist das da? Das ist der Big Mac. Nee, oder? So. Wo ballert ihr denn rum? Da. Legendärer Supermutanten schlechter und dann ist da noch Big Mac da drin. Ne? Ach Gott, ach Gott. Aber eigentlich sind wir ja schon fertig. Aua. Jetzt hauen die wieder ab. Ah, ist doch bescheuert. Halt. So. Boah, guck mal, voll in den Schädel rein. Noch sieht er uns nicht, das ist super. Ja. Vielleicht hat nämlich Big Mac was Tolles dabei. Oh, wir kriegen Besuch. Arschkrampe. Das ist natürlich nichts drin hier, ne? Was man irgendwie
verwerten kann. So hat für dich Scheiße. Da stürzt den ganzen riesengroßer Transporter von denen ab. Und dann kann man hier nichts von denen verwenden. So, und jetzt haben wir noch da einen dicken Hammer noch. Irgendwo müsste hier noch einer sein. Hab ich mich gerade erschrocken. Wer bist du? Ja, da, geh mal hin. Komm, mach. Ja. Ich höre schon den ganzen Tag Sachen. Ja, ich auch. Was war das? Ich höre Zeug, das gar nicht. Na, aber gut geht's der Wache auch nicht mehr. Was wagen? Das Geräusch da, was das sei, was wer da sei. Treffen. Heilen, heilen. Da ist noch einer. Wow. Na. Komm. Nee, dann nicht. Boah, Jung. So, ich glaube, das muss es gewesen sein hier. Aber nur wenn uns Hundi kommt. Was ist das denn hier? Buttercup Hinterbein. Kopf. Nein, können wir Körper? Können wir hier sowas wie ein Bot oder so bauen?
Was ist denn das? Ist es Kleidung? Nee. Diverses, ne? Nee. Schrott ist es. Ach, schade. Ach, guck mal hier. Oh. Das nehmen wir mal mit. Guckt. Oh, ist das. Ja, also ist ja ein Mecker. Ups. Da war ein zusammengebautes. Hier, guck mal. Schön. So, Hund. Und. Hey. Ja. Ich hoffe, du kannst da so viel Schrott tragen. Nein! Wir müssen ein bisschen aufpassen. Ich habe nur temporär durch den Hirsch eine erhöhte Tragefähigkeit. Ah, ich glaube, hier müssen wir öfter herkommen, danach Schrott holen. Guck mal hier. Irgendwo rauscht oder was? Wozu habe ich jetzt hier $16.000? So, wozu haben wir das jetzt hier aufgemacht? Hört ihr das? Ja, ne? Da ist irgendwas. Das werden wir uns doch gleich angucken. Spinde sind leer. Oh, hier ist. Sind sehr gute Sachen drin. Hier ist auch gut, dass wir hier eine Waffenbank haben. Gut, gut. So, was haben wir denn? 5 mm Patronen. Eine Minigun, die wir nicht mehr schleppen können. Hier ist eine Minigun und da ist eine Minigun Plus. Oh, die können wir noch schleppen. Interessant. Des Ghoul-Töters beschleunigte Kampf. Ja. Jetzt sind wir voll. So, okay. Minigun. Hier ist jetzt keine Minigun Plus. Dann lassen wir das. Wir haben eine Minigun. Oh, wir haben 2000 Schuss. Ja, Leute. So. Gibt's hier draußen noch? Ein Einkaufswagen. Hier liegt noch einer drum rum. Okay. Da oben liegt irgendwas an leichte Supermutantenrüstung. Was ist denn bitte schon eine leichte Supermutantenrüstung? Ja. Lassen wir mal. Lassen wir mal liegen. Haben wir hier. Warum haben wir das? Nö. Da geht's nicht durch. Hier hinten, nö. Was ist denn dann dieses Geräusch gewesen? Wisst ihr, was ich meine? Weil hier waren wir. Und hier haben wir es extra aufgesperrt. Wozu soll es diesen ID-Kartenleser geben? Wenn hier.
Da ist doch... Da ist doch irgendwann... Okay, Moment mal kurz. Nee, Baumodus ist hier nicht möglich. Tja, keine Ahnung. Was anderes haben wir ja nicht zur Verfügung. Warte mal, wo ist die verschlossene Tür? Ganz mal kurz gucken. Die ist da drüben, also hier auf der Rückseite. Vielleicht ist einfach hier auf der Rückseite eine Art Turbine oder so. Ja, eine Turbine. Okay, wir haben Powercore. Kunst ist das hier. Das muss aber auch noch hoch. Wie war das? Kriegen wir das? Nee. Aufgepasst. Hier drüben. So. Das wäre es dann soweit. Das heißt, wir können jetzt die Mission einfach mal abgeben bei Preston. Wir haben es nämlich erledigt. Schön! Schön! Ui. Was ist das? Ein Lasergewehr. Das Mittelteil sieht geil aus, oder? Wahrscheinlich dreht sich das dann auch noch. Vollständig auflösen. Das wäre ja noch was Feines. Aber ich glaube, dafür müssen wir noch ein paar Punkte, die wir noch... Also einen Punkt müssen wir noch gleich noch für Skillen reinpacken. Preston! Preston, wo bist du? Du rennst irgendwo da hinten rum. Ich sehe dich nicht. Wo bist du? So, lieber Preston. Kümmere dich gut um deine Waffe. Habe ich. Sie wird dich nie im Stich lassen. Ja. Ich habe die Raider erledigt, die die Siedlung bedroht haben, zu der du mich geschickt hast. Die Leute dort haben beschlossen, sich uns anzuschließen. Das sind wunderbare Neuigkeiten. Ja. Irgendwann werden wir wieder stark genug sein, diesen Abschaum endgültig aus dem Commonwealth zu vertreiben. Wie üblich habe ich noch was, um das du dich kümmern könntest. Ist klar. Ich habe einen etwas anderen Auftrag für dich. Aha. Unsere Spieler haben eine vielversprechende Stelle für eine neue Siedlung gefunden. Okay. Sobald du alles gesäubert hast, platziere einen Funkleitstrahl und informiere die Siedler darüber. Und bevor du dich versiehst, haben wir da eine neue Farm statt des Ödlands. Wir holen uns das Commonwealth zurück, Stück für Stück. Schön. So, noch einmal. Kann ich was für dich tun? Ja. Nein, nichts. Okay. Ach so. Ach so. Jetzt war ich, wollen wir mal kurz gucken. Da müssen wir hin. Ha! Das war auch so dicht daneben. Die wurden von denen, also der Abstand dazwischen ist so gefühlt 20 Kilometer und dazwischen sind Raiderhorden, allen drum und dran. Und die wurden ausgerechnet von den Grünhäuten, die wir gerade eben erlegt haben, drangsaliert. Obwohl dazwischen noch Raiderhorden, hast du nicht gesehen, sind. Oh. Okay. Ja. Ich kann gerade nicht schnell rennen. Es tut mir leid. Was haben die eigentlich hier aufgebaut? Ah, durch das Unwetter gehen nämlich jetzt alle rein. Das ist cool. Ich wusste, du würdest uns helfen. Ja, so, komm mal her.
Diese Supermutanten werden euch nicht wieder belästigen. Du warst wohl genau richtig für diesen Job, was? Danke. Übrigens, wir haben beschlossen, die Minutemen zu unterstützen. Wir müssen uns gegenseitig helfen. Das ist richtig. Das ist richtig. Die Mutterbeeren sind dieses Jahr echt süß. Du musst unbedingt eine probieren. Wir brauchen mehr Wasser. Eine neue Wasserpumpe würde schon helfen. Okay. Ah. Cool, waren wir überhaupt schon drinne? Tafelmesser. Jetzt können wir wieder, sagt alles wieder mopsen. Jetzt legen sie sich alle schlafen. Wie viel tragen wir denn zu viel? Ja. Können wir irgendwie... Nee. Ich suche hier noch schnell die Möglichkeit, Z sortieren nach Gewicht. Was ist denn hier? Bourbon 1. Flaschenkürbis. Da reicht doch einer. Gemüsesuppe. So. Okay. Super. Wir können uns schnell bewegen jetzt wieder. So, nein. Lassen wir mal jetzt. Haben wir noch Rad-X. Schraubenschlüssel. Eine Maschine, die noch läuft. Kurz mal nochmal rüber gucken hier. Ja, ja. Keine Angst. Ja, so weit, so gut. Wir machen noch schnell das Aufleveln. Wir haben 2 Level... Punkte, die wir vergeben können. Was wollen wir denn tun? Was wollen wir denn tun? Wir müssen auf alle... Wir müssen ein bisschen mehr tragen können. Ich glaube, dass... darüber wollen wir nicht diskutieren. Und... Was haben wir hier? Rüstmeister. Zugang zu... Achso, können wir noch nicht. Erst ab Level 25. Waffenfreak. Wer zuerst schießt, tötet zuerst. Mit Zugang zu Standard und Rang 1 Mods für Waffen. Was ist das andere hier? Das Hacker. Hightech Mods. Achso, das ist für die Hightech Waffen. Aber wir haben ja nicht nur Hightech-Waffen. Revolverheld ist nicht. Schadensresistent könnten wir wahrscheinlich ein bisschen erhöhen. Dass wir nicht so viel abbekommen. Wir könnten natürlich aber auch die Punkte hier erhöhen. Stärke ist auch tragen, ne? Und wie viel Schaden verursachen? Wir werden mal in Intelligenz investieren, um ein bisschen mehr Erfahrungspunkte zu bekommen. Okay, ich reise jetzt auf alle Fälle nochmal zu Preston und gebe die Quest ab und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Mit diesem hübschen Endbild. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Feedback dran in Form eines Daumens, eines Kommentars oder eines Abos. Euer Firefox. Ciao.